Sei mir schon. Mach mal die Wimpern weg. Ja, jetzt bin ich seit 2 Jahren da. Eigentlich wollte ich nur 2 Jahre bleiben. Und jetzt weiß ich nicht. Ich habe nicht vor, wieder zu gehen. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Und jetzt bin ich ja auch noch mitgekommen. Du bist froh, dass ich dich abgeworben habe, gell? Das klingt gestockst. Also es ist halt einfach allgemein, wenn man es gewohnt ist, wie es in Deutschland jetzt war eben zum Beispiel, ist es halt hier mit den Strukturen einfach auch um einiges angenehmer. Gerade wenn dann zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, so die Besetzung im OP, dass wir halt doch oft zu dritt im OP sind, jetzt nicht bei jeder OP, aber bei den meisten. Ja. Das entlastet halt einfach wahnsinnig. Und es ist auch ein total angenehmes Arbeiten, weil halt einfach dadurch jeder entspannter ist, jeder mal für einen Witz zu haben ist. Das ist sehr schön. Als ich am Anfang hier angefangen habe zu arbeiten, war das auch total ungewohnt, dass man so bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen musste, weil gelagert hat der OP-Assistent und dann stand man da so, ah, okay. Aber was mache ich denn jetzt? Ja. Ich habe auf einmal so viel Zeit. Und man muss sich auch nicht mehr ums Ein- und Ausschleusen kümmern, das ist auch sehr angenehm. Also ja. Da hat man einfach viel mehr Zeit zur Nachbereitung und zum Verräumen der Sachen oder wieder zum Herräumen und muss nicht nur schauen, dass man von A nach B hetzt und Glück hat, wenn man mal zwischendrin noch aufs Klo gehen kann. Mhm. Na, zuerst war es schon komisch, im Ausland zu arbeiten oder sich für das Ausland überhaupt zu bewerben. Aber dann, wenn man alles mal in die Wege geleitet hat und dann alles funktioniert hat, hat das dann super gepasst. Aufgrund der Größe haben wir natürlich ganz andere OPs als andere Kliniken, ist ja ganz klar. Wir sind eine Uniklinik, wir werden viel angeflogen von Schockräumen, wir kriegen viele Unfälle rein. Wir haben einfach ein Riesenkontingent, was wir abarbeiten müssen. Deswegen, man muss schon was können. Man muss auch gewillt sein, sich manchmal ein bisschen stressen zu lassen. Das ist aber ganz normal. Aber dafür ist halt der eine Tag vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger und dann der nächste Tag wieder ein bisschen stressiger. Selbst wenn man jetzt mal sagt, okay, da bin ich mir unsicher, ja. Dann kann man immer, man hat immer Leute, an die man sich wenden kann. Ich bin schon auch hergekommen, um zu lernen. Und das hat definitiv funktioniert. Also, man lernt auch nie aus, finde ich. Ich habe hier schon Sachen gesehen, da wäre ich mir nicht so sicher, ob ich das woanders auch so gesehen hätte. Nein. Vor allem auch die Operationen, die darauf folgen, das ist dann doch was man eigentlich so auch nicht immer erlebt. Oder auch was, wo man dann manchmal dann tatsächlich zum Denken aufgefordert wird und nicht nur diese stupide Dahinarbeiten hat. Mhm.